ja. Jetzt hat er schon wieder die Waffen gewechselt. Mann, ey. Ja, brennende Schultern. Nicht andauernd. Schon. Elementar Siege, 30%ige Chance bei kritischem Angriff. Erzeugt auf dem Boden ein geheimnisvolles Siegel mit zerstörerischer Kraft. Ich habe mir gerade Handschuhe angezogen und eine Komponente draufgeballert. Dein Ernst? Nein, das kannst du doch nicht machen, Spiel. Du hasst mich. Sekunde. 3. Das ist nicht dein Ernst. Heute noch HDRO. Julianzo, hallo. Nein, heute kein HDRO. Es gibt pro Tag nur ein Spiel. Das wechsle ich nicht. Seltenst. Sehr, 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 sehr seltenst. Ich habe auch hier, wenn du... Es gibt so einen Zeitplan oder einen Streamplan auf Twitch. Da kann man auch nachlesen, wann ich welche Spiele spiele. Extra einen Streamplan. Oder am Discord. Oder auf Twitter. Oder auf Instagram. Da steht's auch. Okay. Donnerstag gibt's Lotro. Nur Donnerstag. Donnerstag ist Lotro-Tag. Lotro. Okay. Ja, wo geht man jetzt lang? Das ist doch kacke. Links oder rechts? Ah. Oh, Wespen, na toll. Hallo, guten Tag. Dann nimm den. Waren auf jeden Fall mal welche. Lauter Zelte und Plastik liegt, aber. Komm, Stiefel raus. Ach nein! Nein, 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 nein! So? Ah! Siehste, da ist noch Platz. Nicht mehr viel, aber ein bisschen. Ich glaube, wir müssen gleich mal ein Rift öffnen. Jo. Einmal ganz fix verkaufen. Ganz, ganz verkaufen. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Ja, deine Münzen. Das Gute ist, du hast unendlich davon. Konstitut 290. Laufgeschwindigkeit 11%. What? Cool. Eigentlich hätte ich dir gern die hier angezogen, aber egal. Oh, das ist Feuerschaden, Blitz, Ätherschaden, Angriffsgeschwindigkeit, Kälte, Blitz, Geist. Ja, irgendwann muss ich den Reif tauschen, hilft alles nichts. Weil er hat nur Geist, Blitz und Kälteschaden. Und das hat Ätherwiderstand, das Ding.
Was hat 20 auf Geist und Energie? Na ja, gut. Was hat mehr? Hä? Achso, weil es Geist hat. Nee, 20? 28 Geist. Moment. Nein. Verkaufe ich das? Iron will spin. Ja. Ach, das könnte ich noch verkaufen. Verbessert alle Schilde, kann ich auch verkaufen. Ich werde kein Schild tragen. Das, das. Und das. Konstitution für Energie. Verfassung. Blocken Schaden. Nee. Questgegenstand. Questgegenstand. Habe ich jetzt schon ein paar Schulter aufgehoben? Ich bin mir nicht sicher. Rechtsklick zum Erlernen, das, was? Ich habe doch das gelernt. Okay, GD Royal Extract habe ich nicht gelernt. Alle Schilde, Zauber, Nebenhand. Blutung, Schaden, Leben, Konstitution, Geist. Den Leichenstaub, den hole ich mir da mal runter. Weil den kann ich dann auf mein neues... die Medaille hier setzen. Wo ist denn das Mädel? So, so. Die Tür dahin. Wenn die Komponente ausgewählt wird, wird der Gegenstand und alle Verbesserungen zerstört. Ja. Ja. Danke. Ach klar, wird schon. So, jetzt habe ich ein bisschen mehr Gesundheitsregeneration und hier fehlt noch was drauf. Ach nee, das habe ich drauf gelassen. Okay. Mal zur Bank. Stark. Ah ja. Habe ich. Oh, das brauche ich. Okay. Das kann ich auch nicht tragen, ne? Stufe 33, 32. Ach, ich könnte den Helm verbessern. Aber mit Rüstung. Habe ich da schon drauf? 180 Leben. Alle Schilde, Zauberhand, Ringe, Kopf und Brust. Ja, dann macht das da drauf. Okay. Ich guck grad, Schulter wird mir hier noch hinterlegt. 90 Leben, 25 Verfassung. Ah, hier ist ein das Amulett brauche ich natürlich nicht. 70 Leben Kälte. Ah, okay, das. Hm.
Das Energie. Brust und okay, das habe ich da schon drauf. Okay. Borstiges Fell, dann da drauf. Eine stickende Dauersekunde, Wahrscheinlichkeit, Blutungsschaden für 3 Sekunden. Ich benutze das nie. Das ist so doof. Ich hab 100 Heiltränke. Okay. Nicht irgendwann erst was verkauft. Steuerung, Maus, Stapel teilen. So. Und das können wir auch mal teilen. Schrott würde ich nicht verkaufen, aber den Rest, die habe ich in 122.000. Wenn ich mir die Preise angucke, von den Rüstungen bei der Fraktion hier, da kostet ein Teil irgendwie 80.000, ist es gar nichts. 122.000 ist ja nichts. Okay. Ich würde eine Essensration übersehen. Ach Mann. Wie steht die denn rum? Hä? Hatte ich doch. Wenn die hier ist, die da. Eine Essensration. Die wurde mir gerade angezeigt, dass ich hier nicht eingesammelt hätte. Eine Kiste habe ich nicht eingesammelt. Hm. Sonst habe ich doch alles. Ja. Wo geht's denn jetzt weiter? Hier links. Muss hier mal was sagen. Sagen bin im Lucky Luck und sehe gerade, dass Grimm Angebot für Steam steht. Da ist nur die Frage, das Bundle oder das Grundgame? Hm. Also, wenn es gerade im Angebot ist, ich habe nur das normale Game und ich wollte mir aber das Dings holen. Damit ich die Skins verteilen kann. Das. Warte. Sekunde. Einmal bitte Steam. Wunschliste. Na. Also wenn, dann würde ich das eine Package dazu nehmen. Weil wenn du die Skins da drauf packen kannst, das ist schon cool. Hab ich das nicht? Hab ich mir extra auf die Wunschliste gepackt, bin ich doof? ich hab's mir gestern extra da drauf gepackt. Ah, hier. Ashes of Malmoth. Das ist gerade im Angebot, ja. Ashes of Malmoth. Also das brauche ich wohl, dann könnte ich meine Skins, also diese Flammenskins und so, auf diese Rüstung packen. Aber das Grundspiel ist schon sehr, sehr viel. Hä, bin schon wieder falsch gelaufen. Die anderen, also die Add-ons haben nochmal einen Haufen Gebiete dazu. Andere Waffen, mehr Leben. Du kannst irgendwie höher leveln.
Und das ist jetzt schon viel, finde ich. Also. Ja. Also, wir sind ja. Wir sind ja jetzt hier, ja. Die Stufen der Folter sind wir noch nicht. Broken Hills. Und dann geht das hier oben. Guckt ihr an, was da alles noch kommt. Die Nekropolis. Also, hallo Schasel. Es, Port Valbury. Es ist noch Potenzial. Ich sag mal Potenzial. Und ich weiß, also ich bin der Meinung, ja, wir werden nachher gegen diese ganzen Nekromanten noch kämpfen, weil die werden immer nur erwähnt, aber wir haben sie noch nicht einmal gesehen. Und Blutgrotte oder blutige Felder? Guck dir das an, was das alles so ist? Totenschlucht? Berghöhlen? Berghöhlen? Da steht nicht Höhle, da steht Höhlen. Und ich habe erst das hier, das bisschen. Ist ja angenehm bei Steam, dass man die Artikel, die man in einem Bundle kauft schon und schon besitzt, nicht noch extra zahlen muss, sondern gleich vom Preis abgezogen bekommt. Komplizierter Satz, aber ich bin ja auch nicht einfach. Stimmt. Nein, mach das aus. So. Also wenn du kannst, kauf dir auf jeden Fall irgendein Bundle dazu. Und dieses Ashes, wenn es das gibt als Bundle, das würde ich... Ich würde es mir jetzt, da ich es weiß, kaufen als Bundle. Ich wusste das vorher nicht. Das hat mir der Vault gestern im Stream gesagt. Weil das wäre für mich so ein Feature, das ich schon ziemlich cool finden. Sei dir aber bewusst, ne, dass ich durch Klicken laufe. Also, ne, hier, ich klicke die ganze Zeit auf den Boden. Falls ihr... Also meine Maus geht klack, 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 klack. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig bei dem Spiel. Und die Maus drehen, musst du das Mausrad drücken. Also nicht scrollen. Manchmal scrolle ich nämlich mit, das ist ein bisschen blöd. Und dann gedrückt halten und drehen. Also das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber machbar. Wenn du das mit Maus und Tastatur spielst. Was? Was? Okay, dann nehmen wir den. Eine Leiche. Und das ist ganz schlimm. Du kannst hier ganz, 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 ganz viel looten. Ganz viel looten. Furchtbar. Furchtbar. Für 26,50 im Angebot. Vom Angebot des Bundle. Okay. Das ist halb so schlimm. Ich habe in meiner Kindheit solche Spiele geliebt und einige Mäuse innerhalb ein halbes Jahr gekillt dadurch. Okay. Aber irgendwann fand ich solche Spiele nie... hast du nicht mehr im Laden gefunden oder besser gesagt im Angebot. Okay. Also, ja gut, ich drücke aber ganz sanft auf meine Maus. Ich liebe meine Maus. Ich möchte mir keine neue kaufen. Also, es ist das erste ähnlich wie Diablo-Spiel. Ich habe Diablo nicht gespielt vorher. Ich wusste nicht, wie ich mit der Spielemechanik klarkomme. Und es gefällt mir sehr gut. Es ist eine Mischung aus Action, bisschen chillig finde ich es auch. Also ich empfinde das Spiel jetzt nicht so als hektisch oder so. Im Gegenteil, es ist ziemlich cool. Du kannst hier rumlaufen, was erkunden.
Kannst natürlich auch alles metzeln, aber es ist irgendwie noch angenehm von der Geschwindigkeit her. Gut, es macht mega cool Damage. Wer ist das denn? Dread One Eye. Okay, ein Auge. Ein Auge ist tot. Ein Auge ist ziemlich weit geflogen. Wieso machen die alle Spagat? Hallo Schratt. Es ist schön zu hören, dass es dir gefällt. Ja. Mir macht das Spaß. Und nehmen Sie mal alles mit, junge Dame. Ah, hier ist noch Schrott. Ah ja, hier. Klung, klung, klung. X-Keule, immer her damit. 3, 2, 2. Bei mir gibt es zwar Mediamarkt und Saturn und auch noch ein Haushaltsartikelgeschäft, die eine Kindergame-Ecke für PCs hatten. Oh, aber generell nur so 5 Meter Vorder- und Rückseite. Okay, das meiste, meist dasselbe Spiel und nur von einem Herausgeber. Alle haben damals gleich viel gekostet. Was? Das war so von 1998 bis 2005 und danach kamen noch einige Geschäfte dazu. Okay. Wir hatten, okay, so einen kleinen Laden. Alle gleich groß. Mit einer Kindergaming-Ecke. Hoho, cool. Die waren schon, ne, so zeitmäßig waren die schon gut dabei. Dynamit. Ich kann mich an nicht viele Läden erinnern. Also an sehr, sehr wenig, sehr wenige Läden. So, deutscher Satz. Die überhaupt irgendwie Computerspiele verkauft haben, außer ja, sowas wie Mediamarkt. Vielleicht auch Flohmarkt, aber sonst. Oh. Aha. Okay, dann nimm den. Nimm den anderen Skin. Hat die Wespe Schrott bei sich. Ist das eine Schrottwespe? Eine kleine Schrottwespe. Kaputt. Ich habe Angst, ich vergesse hier irgendwas. Irgendwas Cooles, irgendein Buch oder so. Es hackelt leider immer noch, wenn ich die Maus ein bisschen drehe. Aber das ist nicht so schlimm. Mark, da war doch die ganzen gebrannten Originalspiele aus Amerika schon damals rote Farbe im Überfluss. Ja, wir können es nicht. Aber du hast die Spiele da gekriegt. Und Musik. CDs, weißt du, so hast du da auch gekriegt. Hast du ja nicht nur irgendwie gebrannte Spiele, hast du auch irgendwelche Musik gekriegt, wo du sagst, boah, cool. Oh, Level Up. Das gibt's hier auch. Für so wenig Geld? Das Album muss ich mitnehmen. Hm. Manchmal noch ein Virus gratis dazu. Nein, du musst treffen. War das mächtige? Grüne Flammen. Ich liebe es. Oder einfach mal ausgeliehen. Hallo Mick. Ja. Ich weiß noch, dass ich oft, also ich in meiner Jugend war sehr, 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 sehr oft in einer Videothek.
Gibt's ja gar. Gibt's das überhaupt? Gibt's überhaupt Videotheken? Gibt's nicht mehr, oder? Videotheken? Gibt's nicht mehr. Ausgestorben. Die armen Betreiber, die eine Videothek betrieben haben. Und ich weiß noch, dass in der Videothek auch immer ein Riesenstapel, das war so ein Regal, an Postern lag. Und dann hat ein Poster, ich weiß nicht, 2 Mark oder, nee, dann Euro war das auf jeden Fall schon, Euro gekostet. Ich habe diesen Stapel jede Woche komplett durchsucht, weil ja die Filme auch durchgewechselt haben. Sag nicht, wie mein Zimmer aussah. Weil diese Poster sind einfach mal riesengroß. Aber das fand ich so toll. Ich liebe diese Schultern, die sehen so mega geil aus. Aber ich glaube, die Werte sind ein bisschen schlechter. Da habe ich auf jeden Fall Spiele ausgeliehen. Ich weiß, dass wir Resident Evil ausgeliehen hatten. Und Tomb Raider. Damals noch, weißt du? Damals, als ich noch jung und dynamisch und gut aussehend war für die... Mist. Die PlayStation 1. Nicht 2, für die 1. Lang ist's her. Oh je. Aua. Oh Gott, was ist das denn? Ah, das sind diese Kristalle. Nein, du musst das mitnehmen. Scheiße. Aber diese Ätherkristalle habe ich doch immer zerschossen, weil die mich angegriffen haben. Ja, ausgeliehen und zufällig auf die Festplatte gefallen, das Image. Huch. Oh, was war das? Ja, Computerspiele. Computerspiele habe ich nicht ausgeliehen. Ich habe eher PlayStation-Spiele ausgeliehen, weil ich keinen Computer zu der Zeit hatte. Wir hatten noch nichts. Nein, ich hatte keinen. Aber ein Kumpel von mir hatte eine PlayStation. Und die konnte man ja so nicht wirklich kopieren. Nicht wirklich. Und ich weiß aber, dass mein Nachbar, von dem ich nie gedacht hätte, dass er zockt. Oh. Von dem ich nie gedacht hätte, dass er zockt, der hatte einen Haufen Computerspiele. Und als ich dann einen PC hatte, hat er mir immer diese Computerspiele gegeben. Sowas wie Jagged Alliance, hieß das so? Das lief aber auf meinem PC gar nicht. Der konnte das nicht. Die Super Nintendo Sachen, vor allem amerikanisch mit Adapter. Ja, es war halt so. Und Monkey Island hat er mir kopiert, genau mit der Drehscheibe. Das hatte ich als Kopie da. Das hat mir mein Vater dann extra mit Pappe verstärkt. Jagged Alliance, ja genau. Und da war das eine Frau? Die hat auf jeden Fall so nach oben geballert. Und das Spiel, ne, mein Vater so. Naja. Hans-Georg, das ist eigentlich nichts für Julia. Und ich so, warum will ich? Ich meine, ich war da 11 oder 12 oder so. Aber es lief eh nicht. Es lief auf meinem PC nicht. Ich muss 12 gewesen sein. War ich da 12? Kommt das hin? Ich war auf jeden Fall viel zu jung für dieses Spiel. Ich hätte es... Ich weiß nicht, ich hätte es nicht spielen dürfen. Es ging ja eh nicht. Okay, wir müssen die erstmal. Aua! Darius. Oh, okay, Darius möchte erst noch reden. Gut. Angst. Ich habe etwas Angst. Ja, okay. Ich habe etwas Angst. Noch nicht durch. Wahrscheinlich erst, wenn ich ihn getötet habe. Na gut. Speichern vorher ist ja nicht.